Die unglaublich reichhaltige Struktur der Matrizen mit ihrer Multiplikation und der Addition können wir noch ein wenig besser verstehen oder beleuchten, indem wir Unterstrukturen auftun, die sich in der Struktur der quadratischen Matrizen befindet. Also wir nehmen ein bestimmtes n und betrachten alle n mal n Matrizen und wir finden dann darin einerseits den Ring der Vektoren mit der komponentenweisen Multiplikation. Wir finden den Grundzahlbereich wieder als Matrizen. Wir finden immer einen Ring, der eine Wurzel aus minus 1 hat. Also im Falle von R sind das dann die komplexen Zahlen. Man könnte sagen, eine komplexe Erweiterung zu jedem Ring. Und wir finden eine multiplikative Teilstruktur, die sich so verhält wie die Addition im Grundzahlbereich. Und das alles in diesem n mal n Matrizen. Das gleichzeitig dient uns das dann auch nochmal. Ist übrigens der Beweis der Schwerkraft, wenn die Kreide nach unten fällt. Das ist übrigens, ich höre ja gerne Mai Lin oder wie heißt sie denn? Mai Tin Win Kim Videos, ne? Und die spricht immer von dem wissenschaftlichen Konsens, der so wichtig ist, ne? Und es ist wissenschaftlicher Konsens, dass Kreide immer nach unten fällt. Also ich empfehle die übrigens, ich mag die gerne. Na gut, also womit fange ich denn an? Einmal, ich fange mal an mit den Vektoren gesehen als, das hatten wir letztes Mal schon, also bitte das Vorvideo gucken, aber ich wiederhole es nochmal, mit den Vektoren als Ring mit Multiplikation. Also wenn wir zwei Vektoren haben, ich nehme jetzt mal n gleich 3, ne? Also hier ist jetzt überall n gleich 3 in den Beispielen. Jeder sieht, dass man das leicht erweitern kann. Sonst muss ich mal mit so Punkt, Punkt, Punkt arbeiten. Wenn ich jetzt zwei Vektoren multiplizieren möchte, dann gibt es da erstmal nicht so eine Standarddefinition. Ja? Aber eine mögliche Definition, das ist die sogenannte komponentenweise Multiplikation, die geht dann wie die Addition. Das heißt, und zwar definieren wir das hier so, das heißt, wir multiplizieren einfach in jeder Komponente die beiden Zahlen. Ne? So ist ja auch die Addition. Also die Addition ist ja nichts anderes, nur dass wenn ich jetzt hier ein Plus mache, dann steht hier eben immer ein Plus dazwischen. Also Plus oder Mal. Ne? Ist sozusagen gleich, Plus und Mal. Und das ist nicht die Standardmultiplikation von Vektoren. Es ist aber die Standardmultiplikation von Funktionen. Denn wir können einen Vektor immer ansehen, auch, also gleich, wir können sagen, das ist das Gleiche oder es gibt Isomorphismus, das ist immer schwer auseinanderzuhalten. Ich schreibe jetzt hier mal gleich. Wir können ihn ansehen als eine Funktion der Menge 1, 2, 3, also der Indexmenge in den Grundzahlbereich. Ja? Und zwar so, dass die 1 wird zugeordnet V1, ja? Die 2 wird zugeordnet V2, allgemein wird i zugeordnet an VI. Genau genommen ist das die Definition der Indexschreibweise. So, und wenn wir Funktionen, allgemeine Funktionen, multiplizieren, also f mal g als Funktion von x, wie ist das definiert? Kennen wir aus der Schule, ne? Wenn wir Parabeln miteinander multiplizieren, zum Beispiel, um dann eine Hoch-4-Gleichung rauszubekommen, eine Hoch-4-Polynom rauszubekommen, was machen wir? Also das ist ein Doppelpunkt hier. Wir definieren das als f von x für jedes x, ne, mal g von x. Das definiert so. Das ist nichts anderes hier. Hier steht nämlich jetzt eigentlich, dass v mal w von i, also an der Stelle i, ist gleich v an der Stelle i mal w an der Stelle i. Jetzt die Vektoren als Funktionen aufgefasst. So, und das ist jetzt nur eine Erinnerung, wie geht die komponentenweise Multiplikation von Vektoren. So, und wenn wir die Addition auch noch dabei haben und R ist ein Ring, ist das auch wieder ein Ring. Für die, die wissen, was ein Ring ist. Wenn das jetzt hier reelle Zahlen sind oder komplexe Zahlen, also wenn die im Körper sind, dann ist das Ergebnis aber kein Körper. Warum nicht? Weil zum Beispiel 1, 0, 0 mal 0, 0, 1 gleich 0, 0, 0. Das heißt, selbst wenn R ein Körper ist, ist diese resultierende Struktur nicht mehr nullteilerfrei.
Das heißt, diese Elemente können kein multiplikativ inverses haben oder mindestens eins von denen nicht. Oder keins nicht, ja. So, was hat das jetzt mit Matrizen zu tun? Wir haben letztes Mal gezeigt, also dieses Ding hier ist jetzt ein Ring. Wenn das ein Ring ist, ne, das ist eine algebraische Struktur der Zeilen mit Plus und Mal. So, und die betrachten wir ja heute, die ganze Zeit betrachten wir die n mal n Matrizen über einen bestimmten Grundzahlbereich R. Und wie immer, wir denken uns, üblicherweise ist R irgendwie sowas wie Q, R, C oder Z. Ja, aber in Wirklichkeit ist irgendwas. Irgendwas. Ne? Aber das ist so mal so die Erstintuition. Ich würde eigentlich das gerne noch erweitern um so einen Matrizenbereich. N mal N Matrizen über einem anderen R. Ja, wir können auch Matrizen als Elemente in den Matrizen haben. Aber jetzt mal so für den ersten Blick, denk zum Beispiel mal an Z. Ja, Z. Okay. Wir nehmen uns also jetzt ein N und betrachten dieses Gebilde hier, also die quadratischen Matrizen N mal N. Wir betrachten nicht den Raum aller Matrizen, weil das keine algebraische Struktur ist, ne, weil da haben wir Probleme. Wir können nicht jede Matrix mit jeder multiplizieren oder auch nicht addieren. Da gab es Einschränkungen. Und das nennt man dann keine Verknüpfung. Also das ist keine Verknüpfung dann. Das ist natürlich auch eine Struktur, die ist sehr interessant, aber es ist keine Verknüpfung. Solche Strukturen, wo man nicht alles mit allem verbinden kann, sind zum Beispiel Kategorien oder Gruppoide. Also das sind durchaus auch interessante Gebilde, die man braucht, ne, aber die betrachten wir hier nicht. Okay. Und in diesen n mal n Matrizen befinden sich jetzt auch die Menge aller Diagonalmatrizen, wo nur auf der Mitte Werte ungleich 0 sind. Das ist eine Menge. Und zwar ist das eine Teilmenge von dem hier. Die nenne ich jetzt mal dn über r. Und diese Menge erbt die Verknüpfungen von hier. Und man kann ganz schnell ausrechnen, dass wenn ich zwei solche addiere oder auf die Matrizenmultiplikation anwende, dann kommen auch wieder Diagonalmatrizen raus. Und es gilt, dass wenn ich zwei solche, also so ein V1 bis Vn und ein W1 bis Wn addiere, multipliziere, kommen genau raus ein V1 mal W1 diagonal bis Vn mal Wn. Also diese Formel kommt raus. Das heißt, dieses Ding ist ein Unterring von dem hier und ist strukturidentisch zu den Spaltenvektoren mit der komponentenweisen Multiplikation. Anders ausgedrückt, die Menge der Spaltenvektoren mit komponentenweiser Multiplikation als Ring ist eine Unterstruktur aller quadratischen Matrizen bei passendem n. Ja, also wir haben hier eine Unterstruktur gefunden, die in den Matrizen drin ist. So, nächste Unterstruktur. Das ist ein ganz einfacher Schritt. Also das ist sozusagen 1 hier. Ganz einfacher Schritt. Wenn ich jetzt hier alle gleich mache, ne, ich betrachte ja so jetzt mal eine noch einfachere Unterstruktur und da steht jetzt nur noch das gleiche x einmal quer diagonal runter. Alles andere ist wieder 0. Und das x ist einfach nur eine Zahl aus R. Ja, wenn wir also mit Z arbeiten, wäre das dann zum Beispiel die Matrix. Ich mache mal ein Beispiel, 2, 2, 2. Alles andere ist 0. Ich male sie mal ganz hin, dass man es nochmal gesehen hat. Das wäre jetzt so ein Element von diesem Ding. Und wenn wir jetzt diese Formeln hier anwenden, dann steht ja immer x plus x, also x plus y, x plus y, x plus y. Und das ganze Ding ist... Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Ich nenne das jetzt mal Rn von R. Das ist eine Teilmenge und Teilstruktur von dn von R. Und die hier ist strukturidentisch, und das malen wir so. Also eigentlich malen wir das so. Also dieses Rn von R, also die Menge aller diagonalen n mal n Matrizen mit demselben Wert
auf allen diagonalen Einträge ist strukturidentisch, der Mathematiker sagt isomorph, zu R selber. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt erklären soll. Also wenn man das jetzt einfach mal, wenn man jetzt mal rechnet, zum Beispiel hier mal 3000030003, dann kommt eben raus 60006006. Ja, das heißt, das ist nichts anderes als 2 mal 3 gleich 6, nur komplizierter hingeschrieben. Dieses hier ist diese Strukturidentität, die wir auch Isomorphie nennen. Kann man ein bisschen genauer noch definieren, machen wir irgendwann mal auch, aber hier reicht das jetzt mal. Okay, zweite Struktur, die wir gefunden haben, wir finden den Grundzahlbereich R selber wieder als Matrix, ne? Und wir können den sogar identifizieren. Also wir können sagen, diese Matrizen sind einfach unsere Elemente aus R und können dann so tun, als wenn R eine Teilmenge davon wäre. Und damit ist dann dieses Mn mal n einfach nur eine algebraische Erweiterung von R. Ja? Und diese beiden Multiplikationen passen auch zusammen. Also wir hatten ja definiert, zum Beispiel 2 mal irgendeine Matrix, 1, 3, 4. Und hier sind überall Nullen oder irgendwelche Werte, ist jetzt mal egal. Dann wissen wir, man muss einfach nur die Positionen mit 2 multiplizieren. Ja? Und der Witz ist, dass wenn ich jetzt diese Matrix hier nehme, wo wir sagen, die Menge einer solchen Matrizen ist eh strukturidentisch zu dem Grundzahlbereich selber, dann kommt eben genau der gleiche Wert hier wieder raus. Das heißt, ob ich das jetzt so sehe oder so, ist identisch. Somit ist diese Einbettung von R in die quadratischen Matrizen nicht nur irgendwie sowas wie, wir finden eine Unterstruktur, die sich so verhält wie R, was ja an sich schon irgendwie ein toller Effekt ist, sondern diese Unterstruktur verhält sich auch im Verhältnis zu den außerhalb liegenden anderen Matrizen genauso wie R. Also zweite Unterstruktur, R selber. Ich habe das jetzt hier hingeschrieben, hier. Wir finden R selber wieder da drin. Dritte Unterstruktur, ihr erinnert euch, also wer das Video gesehen hat, wenn wir, jetzt mache ich nicht den Vorzeichenfehler vom letzten Mal, wenn wir diese, jetzt bleiben wir mal bei n gleich 2, jetzt hier mal eben, ja, wenn wir jetzt als Teilmenge die Matrizen betrachten mit diesem Aufbau, ja, also die Menge aller solchen, für die x und y aus R ist, dann stellt man schnell fest, wenn man die jetzt addiert, das ist ja komponentenweise Addition, dann wenn zum Beispiel hier x1, die andere hat x2, dann steht ja hier x1 plus x, vielleicht schreibe ich es mal hin. Sonst vertue ich mich hier mit den Indizes. Also ich habe jetzt 2 solche. x1 und minus y1, y1 und x1. Und jetzt plus x2 minus y2, y2 und x2. So, wenn ich das jetzt ausrechne, kommt raus, komponentenweise Addition, also x1 plus x2. Minus, klammere ich direkt mal aus, y1 plus y2, y1 plus y2 und wieder x1 plus x2. Das heißt, das Ergebnis ist wieder von dieser Form. Ja? Nur dass dieses x, also was diagonal gleich ist, ist jetzt x1 plus x2. Und das y, was einmal hier negativ und hier positiv ist, ist jetzt y plus y2. Das heißt, diese Menge ist abgeschlossen gegenüber der Addition. Wenn ich 2 so aufgebaute Matrizen, das ist natürlich nur ein Sonderfall, wenn ich die so 2 solche addiere, dann bekomme ich wieder eine solche. Und der Witz ist, wenn ich die jetzt multipliziere, aber auch, also ich mache mal das Gleiche mit mal, also wieder y1, x1, jetzt aber mal als Matrizenmultiplikation, x2 minus y2, y2, x2. Jo, muss ja wieder eine 2x2-Matrix ergeben. Ne? Jetzt fangen wir mal hier oben an. Dann müssen wir ja rechnen, Zeile mal Spalte. Ja?
Also x1 mal x2 minus y1 mal y2. Dann rechnen wir mal den unteren Wert aus. Das ist ja dann diese Zeile mal die Spalte. Also y1 mal minus y2 ist wieder y1 mal y2 negativ. Und wir haben x1 mal x2, x1 mal x2, also den gleichen Wert auf der Diagonale. Das ist gut, das ist ja die Struktur, die wir haben wollen. Auf der Diagonale ist der gleiche Wert, auf der Gegendiagonale ist Vorzeichenwechsel. Jetzt rechnen wir mal den Wert aus, da müssen wir dann die Zeile mit der Spalte multiplizieren. Das ist dann y1 mal x2, das mal x2 und x1 mal y2. Und der obere Wert, das ist dann die obere Zeile, mal die hintere Spalte, ist x1 minus y2 minus y1 mal x2. Und hier sehen wir, das hier ist das Negative von dem hier. Das heißt, auch das Produkt ist wieder von der Form. Mit anderen Worten, diese Menge hier, die nenne ich jetzt mal CR, ist auch abgeschlossen bezüglich der Multiplikation. Und damit ist diese Menge CR eine algebraische Unterstruktur. Ja, dass die 0 hier drin ist und die 1, ne, was war nochmal die 0? Die 0 als Matrix ist definiert als die, wo wirklich überall Nullen sind. Und die 1 ist definiert als die Diagonal-1-Matrix. Einfach weil, wenn wir jetzt die Matrixmultiplikationsregeln, wie wir sie hier schon mal wieder vorgeführt haben, anwenden, dann ist die Multiplikation mit dieser Matrix macht nichts, genauso wie die Addition mit dieser Matrix nichts macht. Und diese Identifikationen stimmen übrigens mit dieser Gleichsetzung von Ringelementen mit Diagonalmatrizen überein. Also das passt wunderbar zusammen. Ja? Das ist also einerseits eine Definition, wenn man sagt, das ist jetzt hier eine Matrix, aber man kann auch sagen, naja, mit dieser Identifikation ist das eben die Null, aber das eine Definition kann eine Definition falsch sein. Das ist ein bisschen eine Streitfrage. Aber eine Definition kann völlig Chaos verursachen und die Leute verwirren. Und das ist nicht verwirrend, weil egal, wie ich jetzt hier die Null auffasse, ob als solche Matrix oder als Ringelement, sie verhält sich immer gleich und viel wichtiger, sie verhält sich, wie ein Nullelement sich zu verhalten hat, nämlich neutral bei der Addition. Ja, 1 neutral bei der Multiplikation. Okay, jetzt haben wir erstmal eine nette Unterstruktur entdeckt, aber es geht noch weiter, weil in dieser Unterstruktur ist jetzt ein nettes Element, nämlich wenn ich x0 setze und y1, die 1 gibt es ja, weil der Grundzahlbereich ist ein Ring. Wenn ich jetzt dieses quadriere, also mit sich selbst mal nehme, dann können wir jetzt mal die Formel von hier oben anwenden. Die x sind ja dann 0. Und hier steht ja dann minus y1, also minus y ist ja hier dann 1. Ne? Und y2 ist das gleiche, also steht hier minus 1. Hier steht, beides mal habe ich hier ein x, ne? x1 mal irgendwas und das mal x2, die sind ja 0, also kommt 0 raus. Das gleiche gilt für hier. Naja, und die beiden sind ja gleich, also ist hier wieder minus 1. Das heißt, das entspricht der minus 1. Mit anderen Worten, in diesem Ding habe ich immer eine Wurzel aus minus 1, egal ob die in R schon drin war oder nicht. Ja, wenn man jetzt hier mit Z, mit C anfängt, dann haben wir natürlich schon die Wurzel aus minus 1, nämlich i. Ne? Also i Quadrat ist hier minus 1 oder Wurzel aus minus 1 gleich i. Und wenn ich jetzt aber mit einem beliebigen Ring R anfange, der das nicht beinhaltet, und betrachte jetzt diese Struktur CR, C wie komplex, also das C soll an dieses C erinnern, dann habe ich eine Menge von zwei Matrizen in diesem Fall, die sich wunderbar verhält. Das ist auch wieder ein Ring, sie hat 0 und 1 und sie hat aber die Wurzel aus minus 1. Und da
R2 von R habe ich das genannt. Da wir ja diese Diagonalmatrize mit gleichen Einträgen, also das wäre dann hier XX00, da drin haben, ist dieses CR eine Erweiterung, die Menge der 2x2-Matrizen von dieser Form mit Einträgen in dem Ring R ist eine Erweiterung von R, die selber wieder ein Ring ist und die eine Wurzel aus minus 1 hat, selbst dann, wenn der Grundring das nicht hatte. Okay, das muss man sich eigentlich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das war jetzt 3. Dritte Unterstruktur. So eine Art Komplexerweiterung eines Ringes. Und das zeigt auch, dass diese Idee, so ein I zu haben, nicht nur von R nach C funktioniert, sondern zum Beispiel auch von Z, was gar kein Körper ist, Z als R hier überall eingesetzt, ergibt dann die komplexe ganze Zahlen. Ja, komplexe ganze Zahlen. Das wäre dann, ist jetzt gar nicht so wild, das wäre dann sowas wie 3 plus 4i, hätte man dann. Ja, als komplett geschrieben. Kann die auch anders konstruieren, indem man jetzt von C ausgeht und dann nur die nimmt mit ganzen Komponenten. Ne? Aber wenn ich jetzt mal so einen völlig schwurbeligen Ring habe, wo es keine Wurzel aus minus 1 gibt, kann ich eben trotzdem diese Konstruktion hier machen. Gut, letzter Punkt sind folgende Matrizen. Die haben diagonal 1, ich mache es mal 3 mal 3, haben hier ein beliebigen Wert und sonst haben sie noch relativ viele Nullen. Also die haben nur eine Diagonale und einen Wert, der 0 sein darf, aber auch andere Werte annehmen kann. Und wir betrachten jetzt die Menge aller der Matrizen, für die x aus R ist. So. Und die müssen wir jetzt auch noch irgendwie nennen, die nenne ich jetzt A. In dem Fall, weil ich 3 mal 3 genommen habe, ist das A3 von R. So, dass die ist nicht additiv abgeschlossen. Das ist erstmal ganz wichtig. Ne? Dieses Ding hier. Nicht additiv abgeschlossen. Weil, wenn ich jetzt zwei solche Matrizen addiere, dann steht hier, wenn man mal mit hier einem x und einem y, dann die Nullen bleiben, 0 plus 0 plus 0 plus 0, x plus y wird zu x plus y, wunderbar, aber hier stehen dann plötzlich 1 plus 1, also lauter 2. Das heißt, dieses A3 ist zumindest schon mal nicht so ohne weiteres ein Ring, also so wie wir die anderen immer so als Unterringe gesehen haben, mit der gleichen Addition und der gleichen Multiplikation, ist es jetzt hier so, dass wenn wir die normale Addition, die auf den Matrizen definiert ist, anwenden, dann fallen wir raus aus der Struktur. Die ist nicht abgeschlossen gegenüber der Addition und damit ist es auch kein Ring. Okay. Warum zeige ich die? Ist also sozusagen schwächer, diese Struktur. Ne? Was ist mit der Multiplikation? Spoiler, die ist abgeschlossen, sonst würde ich es ja nicht nehmen. Und damit, wir machen das, indem wir das einfach mal ausrechnen. Wir nehmen uns also zwei solche Matrizen, die genauso von dieser Form sind. Das eine Mal nehmen wir die mit x, diagonal 1, ne? Also diagonal 1, hier drüben sind alles überall brav Nullen und hier oben nehmen wir dann ein y. Also das hätte eine 0 werden sollen und das eine 1. Die multiplizieren wir jetzt mal nach den Matrizen-Multiplikationsregeln. Also, das ist ja auf jeden Fall wieder eine 3x3-Matrix. Ne? Das geht gar nicht anders. Und jetzt wenden wir einfach mal unsere Kenntnisse über die Matrizenmultiplikation an. Also, wenn ich jetzt den ersten Wert hier kriegen will, dann, also ganz generell, fangen wir ja hier, nehmen wir ja die Zeilen und hier nehmen wir die Spalten für unsere Rechnung. Ne? Und der erste Wert jetzt hier, das ist dann eben die erste Zeile. Also diese Rechnung dient jetzt auch dazu, diese Matrizenmultiplikation nochmal als Beispiel zu haben. Für Leute, die gerne mit Beispielen rechnen. Also dann fange ich einfach mal an. Also das ist jetzt 1 mal 1 plus 0 mal 0 plus x mal 0. Also 1. Ja,
dann nächste Position, dann nehmen wir die Zeile, wieder die erste Spalte, dann habe ich 0 mal 1 plus 1 mal 0 plus 0 mal 0. Zu viele Plusse. Ja, hier 0, hier 0, hier 0, also kommt dann 0 raus. Und dann kommt die dritte, das ist dann 0 mal 1 plus 0 mal 0 plus 1 mal 0. Also auch wieder überall Nullen und damit haben wir jetzt hier 1, 0, 0. Und ihr seht schon, das ist wieder so wie hier. Ja, das x, was das irgendwie ja stören könnte, wird hier eliminiert durch den Nullfaktor. So, und bei der zweiten ist das ganz genauso. Wenn ich jetzt hier die zweite Spalte nehme, also um diese Werte hier dann zu füllen, dann habe ich, wenn ich oben rechne, 0 mal 1 plus 1 mal 0 plus x mal 0, also 0, ne? Dann die zweite Spalte ist 0 mal 0, 1 mal 1, 0 mal 0, also da war nur 1 mal 1 übrig. Und die unterste ist 0 mal 0, 0 mal 1, 1 mal 0, also 0. Jetzt rechne ich mal wieder, also das mache ich mal so. Das war der Wert und das war der Wert. Jetzt rechne ich mal wieder einen zu Fuß aus. Und zwar wollen wir mal hinten das kriegen. Da müssen wir die letzte Spalte erstmal mit der obersten berechnen. Also wir haben einmal y, 0 mal 0 und x mal 1. So wie wir es gekriegt haben. Okay, also hier passiert was, endlich mal. Und wenn wir jetzt die anderen Stellen berechnen, zum Beispiel diese hier, dann wäre das ja die mit der. Ich schreibe es noch einmal hin. Also das ist jetzt dieser Eintrag. Und jetzt mach die nächste nochmal und übernächste dann wieder schnell. Also dann muss ich jetzt die mittlere Zeile 0, ich kann es auch so hinschreiben, 0. Ich kann es ja mit so einem Schema machen, ne? Also ich habe drei Plätze, getrennt durch 0. So, dann schreibe ich erstmal die Faktoren von der Zeile hin. Das ist 0, 1, 0. Immer mit einem Mal. Und dann nehme ich mir die entsprechende Spalte und trage die ein. Y, 0, 1. Ne? Das ergibt 0, das ergibt 0, das ergibt 0, also 0. Ja, so kann man das ein bisschen schematisch rechnen. Ich mache das nochmal gerade vor, diese Idee. Jetzt nehmen wir mal den unteren, dann muss ich ja dann dieses mal dieses rechnen. Dann schreibe ich wieder meine Plusse hin. Dann schreibe ich die untere Zeile hin. 0 mal 0 mal 1 mal. Und dann trage ich die Zeile daneben ein. Y 0 1. Also 1. Das ist dann die 1. Also hier mal die Rechnung, wie man sie machen kann. Einmal so ein bisschen so halb ausführlich. Dann habe ich ein bisschen im Kopf gerechnet, indem ich mir immer so mit den Fingern. Hier gehe ich nach rechts und auf der Seite gehe ich nach unten. Oder mit so einem Schema, wo man sich die Vektoren einfach abschreibt von hier. Einmal von links und einmal von oben. So, der Punkt jetzt hier ist zweierlei. Also einmal ist diese Matrix, die jetzt hier rauskommt, wieder von der Form dieser hier. Das heißt, die ist zwar nicht abgeschlossen gegenüber der Addition, aber gegenüber der Multiplikation. Und damit ist das eine algebraische Struktur mit einer Verknüpfung. Halt mal, ne? Plus nicht, aber mal. Wir haben nur eine Verknüpfung, nämlich mal.
kennen wir algebraische Strukturen, die nur ein Mal haben. Also man kann es ja einfach basteln. Ja, man nimmt sich zum Beispiel z und lässt das Plus mal weg. Lässt das Plus außen vor. Dann haben wir eine algebraische Struktur nur mit Mal. Oder eben irgendeine Gruppe, wer schon Gruppen hatte. Aber was jetzt hier so interessant ist und was dieses Licht hier drauf wirft, wie kompliziert dieses Ding ist, diese Struktur hier, wenn ich jetzt mit der anfange, dann verhält sich die Multiplikation wie die Addition. Ja, das heißt, mit der Abbildung, dass ich diese Matrix hier, ich nenne die mal Phi, die diese Matrix 1, 1, 1, 0, x, 0, 0, 0, 0, 0, ja, abbildet auf x, die zeigt, dass dieses A3 von R zusammen mit der Multiplikation isomorph ist zu R mit der Addition. Oder wenn ich das jetzt eben mit Z mache, dann wird es vielleicht ein bisschen plastischer. Z mit der Addition kennt ja jeder aus der, weiß ich gar nicht, man ist immer geneigt, Kindergarten zu sagen, aber es ist die Mittelstufe. Das ist der Witz hier. Das ist der Witz. Ne? Das ist jetzt der Fall Nummer 4. Mit anderen Worten, wir finden in den Matrizen hier jetzt nur auf die Multiplikationen bezogen eine Unterstruktur, die isomorph ist zu dem R mit der Addition. Aber die Multiplikation ist isomorph. Das heißt, wenn ich die Multiplikation betrachte, sehe ich zum einen Unterringe, die sich verhalten der Multiplikation wie R mit der Multiplikation, der hier. Und ein anderer Teilbereich verhält sich auch wie R, aber mit der Addition. Aber die Multiplikation verhält sich einmal wie die Multiplikation und einmal wie die Addition. Sondern beim Ring ist die Addition ja eine Gruppe. Also wenn R unten auch wirklich ein Ring ist, diese ganzen Konstrukte, jetzt mal rein formal, funktionieren die ja für alle möglichen Strukturen mit zwei Verknüpfungen. Aber bei einem Ring ist das ja eine Gruppe. Und das heißt, diese Menge der Matrizen hier ist dann auch eine Gruppe. Immer eine Gruppe. Das heißt, die kann ich alle invertieren, da gibt es Inverse, da kann ich sozusagen durchdividieren dann. Das folgt jetzt daraus. Okay, also wichtig war mir mal, einmal neben diesen Rechenbeispielen zu zeigen, die Reichhaltigkeit von dieser Struktur hier, die Reichhaltigkeit dieser Struktur, indem wir gezeigt haben, dass wir die Menge der Vektoren mit komponentenweiser Multiplikation als da drin haben, als Teilstruktur. Wir haben zweitens R selber als Teilstruktur in der Menge der quadratischen Matrizen. Wir können so eine Art Komplexifizierung machen. Ja, das sieht man hier. Die Definition, das ist dann der hier. Ne? Das ist die Definition, gehört dazu. Und da war es diese hier. Das ist aber die dritte. Die dritte war eine Art komplexe Zahlen von dem R-Erweiterung im Falle von 2 mal 2. Und wir haben als viertes eine additive, eine multiplikative Abbildung der additiven Struktur. Eine multiplikative Realisierung. Ein multiplikatives Gegenbild, Schattenbild der Addition. Irgendwie so. Ciao.